Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es wieder um einen Modulator, nämlich das Vibrato und wie ihr ein Vibrato mit der Geschwindigkeit der DAW synchronisieren könnt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Legen wir los. So, ich habe hier schon mal einen Polysynth reingeladen und lade mir jetzt bei den Modulatoren das Vibrato rein. So sieht das gute Stück aus. Und es gibt immer so ein bisschen eine Verwirrung zwischen Vibrato und Tremolo. Und da gibt es auch wohl unterschiedliche Auffassungen, was ist. Ich merke mir das immer so, dass Tremolo immer Lautstärke ist, also Tremolautstärke, und Vibrato immer Tonhöhe ist, also Vibratonhöhe. Das heißt, das Vibrato ändert die Tonhöhe und das Tremolo die Lautstärke eines Tons. Also Vibrato müssen wir dann nachher mit dem Pitch arbeiten wegen der Tonhöhenänderung. Und zwar in der Standardausführung, wenn ich das jetzt hier mal so aufklappe, ist das hier eingestellt. Standardmäßig geht es hier auf einen Modwheel von einer Hardware, die eventuell angeschlossen ist. Die Frequenz liegt bei 4,8 Hertz und ich kann hier zwischen einer Sinuswelle, das sieht man hier schön drin, und einer Sägezahnwelle variieren. Dann habe ich hier eine Delay-Zeit, das heißt, wie lange der Ton brauchen soll, bis das Vibrato einsetzt. Und ich habe hier noch so einen Fade-In, den kann ich nochmal zusätzlich definieren. Das heißt, die Zeit, ab wann das Vibrato einsetzt, bis es dann quasi voll entfaltet zu der Stufe, an dem ich das hier eingestellt habe. Ich kann hier auch statt einem Modwheel zum Beispiel Pressure, dieses Pressure Poly Aftertouch Messages nehmen, um das Vibrato zu steuern, oder ich kann das auch auf manuell stellen. Und dann bei manuell habe ich hier diesen Regler, wo ich die Intensität dann regeln kann. So, ich habe hier aber ein Synthesizer und kann das hier direkt manuell mit der Hand regeln an dem Modwheel. So, dann gibt es hier unten noch den Mono-Trigger On. Mono-Trigger On bedeutet nichts anderes, als dass der entsprechend, wenn ich einen Ton spiele und ich habe hier zum Beispiel einen Delay und einen Fade-In definiert, dass bei einem Mono-Trigger bei jeder neu gedrückten Taste ich diese Modulation oder diese Einstellung mit dem Delay und dem Fade-In neu starte. Das heißt, wenn ich etwas spiele, ich habe natürlich noch das überhaupt noch gar nicht miteinander verbunden. Das heißt, ich moduliere jetzt den Pitch hier so ein bisschen. Drehen wir hier voll auf. So. Und den kann ich dann entsprechend, wenn der Mono-Trigger an ist, wird diese Zeit, also das Delay und das Fade-In, bei jedem neu gedrückten Ton wieder neu gestartet. Habe ich hier Poly an, wird automatisch hier der Re-Trigger beendet. Und ich habe für jeden Ton, den ich drücke, diese Option am Start. Wenn ich hier den Mono-Trigger nicht anhabe und ich spiele jetzt einen Ton und spiele dann einen zweiten Ton dazu, dann fängt diese Sequenz hier nicht wieder von vorne an, also kein Delay und kein Fade-In, sondern der zweite Ton reiht sich direkt in die aktuelle Modulation schon mal rein. So, das ist im Prinzip schon das Vibrato erklärt. Das heißt, ich habe da moduliert damit hier den Pitch und kann dann entsprechend beim Spielen kann das direkt beim Spiel auswählen. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ich mache das ein bisschen leiser. So. So, jetzt habe ich aber vielleicht den Anspruch, wenn ich hier jetzt die
Die Vibrators, die Frequenz ändere, ist das gut und schön und das ist ein schöner Effekt. Aber es gibt vielleicht auch manchmal die Idee, dass ich mein Vibrato der Geschwindigkeit des aktuellen Songs anpassen möchte. Und wenn ich hier jetzt das mal laufen lasse, ich mache das mal noch leiser, damit man mich hört, wenn ich spreche. Und ich drehe jetzt das ganz hoch und ich mache die DAW schneller, verändert sich an dem Vibrato nichts. Das ist eigentlich ganz in Ordnung so, dass das so passiert. Allerdings möchte ich halt manchmal aus rhythmischen Überlegungen, dass das halt angepasst wird. Und da kann ich dann einfach hingehen und einen ganz normalen LFO nehmen. LFO-Modulator. Mach den mal weg, damit der hier nicht so nervös rumtickert. So, ich habe jetzt wieder einen ganz normalen Ton. Hier moduliere ich jetzt wieder die Pitch. So, und in den Einstellungen kann ich ja hier jetzt zum Beispiel auf Takt oder 16-Noten, Achtelnoten einstellen. Ich kann hier entsprechend auch einen Delay und einen Fade-In einstellen und ich kann die die Intensität regeln anhand diesen Reglers. Den muss ich dann allerdings extra nochmal meine Hardware zuweisen. Das kann ich mit einem Rechtsklick machen, Map to Controller or Key. Dann berühre ich die Taste und jetzt kann ich das hier direkt machen. Und da ich das jetzt hier mit Achtelnoten verbunden habe, reagiert das Ganze natürlich auch auf Geschwindigkeitsänderungen. Und so kann ich eben entsprechend auch das Vibrato entsprechend der Geschwindigkeit des Tracks anpassen. Und natürlich habe ich hier die anderen Optionen noch zusätzlich von dem LFO mit den entsprechenden Sägezahlen, mit der Wellenform. Und den Poly habe ich natürlich hier auch. Ich kann das hier auch nur auf eine Seite machen. Das ist jetzt aber eher untergeordnet. Ich kann das freilaufen lassen oder eben per Note, je nach mit jeder Note quasi neu starten, das Ganze resetten. Ich kann es an das an die Stelle des Songs synchronisieren oder halt komplett mit einem Zufallsgenerator versehen. So, also im Prinzip hätte ich mit dem LFO-Tool mehr Möglichkeiten, um das Vibrato irgendwie anzupassen. Die Frage ist, will ich das in dem Fall? Wahrscheinlich eher in den seltensten Fällen, dass ich das Vibrato an die Geschwindigkeit des Songs anpasse, aber es gibt halt das eine oder andere Mal, wo ich das machen möchte. So, das war schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es interessant fandet, dann würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo beim Kanal und würde mich auch sehr über Kommentare freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.